Langsam, Millimeter für Millimeter, grub sich seine Hand in den aufgeweichten Boden. Durch die Schicht leichten Mooses, das noch feucht vom Tau der frühen Morgenstunden war, hindurch und dann weiter. Vorsichtig, behutsam, fast schon zärtlich. Die feingliedrige Hand tastete sich voran. Man konnte die feinen Linien auf dem Handrücken erkennen, die nun, da die Hand sich tiefer in die Erde gegraben hatte, wie die ersten Sprossen feiner Setzlinge aussah. Der Wind trug das Lied leise durch den Wald. Note um Note, im Einklang mit den Pflanzen, die die Elfen Dehl nannten. Und nun auch mit der Hand. Nur wenige konnten das Lied tatsächlich hören. Viele hätten es für das Rauschen des Baches, das Zwitschern der Vögel, das Knacken der Bäume oder einfach nur den Wind gehalten, der durch das dichte Blätterdach, das nur wenig Licht bis zum Waldboden durchließ, wehte. Es war gerade genug Helligkeit vorhanden, um das Gesicht zu erhellen, dessen Kinn sich nun in die Höhe reckte. Der junge Wächter machte seinen Hals lang, sog den Atem tief in seine Lungen und verlor dann mit einem Mal alle Anstrengung aus seinen zuvor starren Gesichtszügen. Es war seine Aufgabe, hier die Heimat und das Licht der Salamandra zu schützen. Bei heller Sonne oder bei peitschendem Regen hatte er hier an der Grenze aus. Und nun konnte er sie fühlen. Die Wärme des fremden Pyr drang durch den Wind an seine Haut. Vielleicht drei. Die Fremden brachten es manchmal an totem Holz tragend in den Wald, um besser sehen zu können. Der Elf begann zu summen. Eine uralte Melodie seines Volkes, die sich nahtlos in die Melodie des Dehl einfügte. Zuerst nur eine Stimme, dann zwei, jedoch aus einem Mund. Das Flüstern des Elfen war leise zu hören, dann immer lauter. Dao Visya Maya Mayara, Dao Visya Maya Mayara, Dao Visya Maya Mayara, Dao Visya Maya Mayara. Er spannte die Muskeln noch einmal an und öffnete dann seine Augen. Schwarze, wie leer wirkende Pupillen blickten ins Zwielicht des Waldes, während sich die Hand, die sich tief ins Erdreich gegraben hatte, mit einem Ruck erhob und der Damandrama, der Zauber, seine volle Wirkung entfaltete. Da waren sie. Er konnte sie nun sehen. Wie rote Schatten wogten sie unbeholfen wie kleine Kinder durch das Geäst. 100, vielleicht 200 Schritt hinter der alten Buche. Sie waren zu viert. Und wie er zuvor richtig vermutet hatte, trugen drei von ihnen das Pyr bei sich. Feuer. Der vierte hob in hohen Schwüngen mit seiner Waffe immer und immer wieder auf die unschuldigen Dehl ein, die die Gruppe umgaben. Telor. Lange hatte der Wächter keine Telor mehr gesehen. An den Rändern der Wälder sangen die Zaubersänger seines Stammes allen Eindringlingen die Warnung. Sie schickten sie deutlich an alles, was das Zerza oder das Badog in den Wald zu bringen gedachte. Sanya Zafegra, Sanya Zafegra, Sanya Zafegra, Sanya Zafegra, weiche Unhold. Dazu kamen die alten Zeichen, die jedem zeigen sollte, dass das hier das Revier der Shima Dafei ist. Aber diese vier hatten alle Warnungen in den Wind geschlagen.
Er konnte die Schreie der von den Waffen der Telor getroffenen Del hören. Sie hallten durch die Melodie des Waldes, dröhnten in seinen Ohren wie Disharmonien und gruben sich tief in seine Seele. War dies die Zerstörung, die Findrael seit vielen Marderläufen immer wieder in das Lied eingesungen hatte? Sie hatte vom Zerzer gesungen, der Zerstörung, das ihr den Verstand raubte. Sie vermochte den Traum, das sogenannte Ma, zu deuten, und dies hatte sie schon immer getan. Sie war es, die immer Rat wusste, die immer sehen konnte, bevor etwas geschah. Doch seit 3 Tagen lag sie nun auf ihrem Bett aus Moos und hatte seit jeher nicht mehr gesungen. Nur ein Wort, ein Satz drang noch röchelnd über ihre Lippen. Vergessen. Und wer auch immer mit ihr zu sprechen versucht hatte, den suchten des Nachts schlechte Träume heim, wie dämonische Wesenheiten. Und auch er war geplagt worden und hatte sie seitdem nicht mehr gesehen. Wut kochte in ihm hoch. Wenn diese Telor der Auslöser für die Krankheit seiner Mutter waren, dann würde er alles tun, um sie zu bestrafen. Wieder hob der Telor auf die Del ein. Wieder drang der Schrei durch das Lied, als Cherokiel Regenblick, erneut, seine 2 Stimmen mit der Melodie des Waldes verband. Yama Yara Salada. Yama Yara Salada. Yama Yara Salada. Yama Yara Salada. Während seine Melodie lauter wurde, griff der junge Elf nach seinem Bogen, fühlte an den fein geschnitzten Maserungen des Holzes entlang, ergriff dann den ersten Pfeil und legte ihn sachte auf die Sehne, während sein Gesang abrupt verstummte. Langsam und nahezu lautlos sog der Wächter die Atemluft ein, als er mit all seinen Sinnen sich auf das Ziel konzentrierte. Fast so, als sollte dies sein letzter Atemzug sein. Cherokiel spürte seinen eigenen Herzschlag tief in der Brust schlagen und sich beruhigen. Und dann fühlte er den Herzschlag des Telor. Er konnte ihn hören, beinahe in sich spüren. Kurz schloss er die Augen, hielt den Atem an und gab sich dem Gefühl komplett hin. Badumdum. 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 Er hörte das Blut in den Adern des Telos rauschen. Es war eins mit ihm. Badumdum. Badumdum. Badum. Und die Stille, als der Pfeil die Sehne des Bogens verlassen und sich tief in das zuvor noch laut pumpende Organ des Telos eingegraben hatte. Kein Schrei hallte durch den Wald, als der Telor nach vorne über in das dichte Dornengestrüpp fiel. Und das war der Moment, in dem Regenblick wieder begann zu atmen. Für dich, Yanurti. Dao Achan Adao Chan. Dein Schmerz möge mein Schmerz sein. Adao Yanurti Feisala Elora. Ich liebe dich, Mutter. So sei es denn. Und mit diesen Worten richtete sich der Elf auf und legte einen weiteren Pfeil auf die Sehne seines Bogens, während seine Umrisse langsam begannen, sich aufzulösen. Erst war es ein Schimmern um ihn herum, dann verschmolz seine Silhouette ganz im Grün des Waldes. Yama Lamia Ninirai. Yama Lamia Minirai. Yama Lamia Minirai. Yama Lamia Minirai. War noch eine Weile seine Stimme in der Melodie des Waldes zu vernehmen. Und dann war er nicht mehr zu erkennen. Sie alle mussten dem Zerzer,
dem Tod übergeben werden. Ihr Badok dürfte nicht noch mehr Krankheit und Verderben in das Salamadrat bringen. Das war Regenblicks Aufgabe. Und er war entschlossen, sie auszuführen. Die drei restlichen Telor wussten in ihren letzten Sekunden nicht, was sie traf. Ihre verwirrten und schmerzverzerrten Gesichter spiegelten das Entsetzen wider, das jeden erwartete, der unbefugt einen Fuß in den Wald zu setzen wagte. Einer nach dem anderen fiel dem unsichtbaren Tod zum Opfer. Dem Tod des verfluchten Waldes, vor dem sie der alte Mann im Dorf gewarnt hatte. Als ihr Blut nach und nach, Tropfen für Tropfen, auf den Waldboden herabrann, sprach Findrail, Mutter von Cherokil Regenblick und letzte Seherin ihres Stammes, schwer gezeichnet von der Krankheit, die sie und ihren Geist befallen hatte, ihre letzten Worte auf Dere. Amagra Widatsa Adau Agwen. Der Feind, das Vergessen. Ich liebe dich, mein Kind.